Ja, vielen Dank für die schöne Einführung und schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich ausgewählt worden bin, etwas zum Auftakt hier sagen zu dürfen. Und Sie sehen hier gleich am Titelbild, es geht wirklich darum, über Expeditionen, über diesen Aufbruch nachzudenken. Als ich vorhin zugehört habe, die prämierten Forscher und Forscherinnen, da ist auch wieder klar geworden, sowohl in den Ansprachen wie auch in den Filmen, was Wissenschaft eben ist. Es geht immer darum, dass man aufbricht, die Grenzen des Wissens zu durchdringen, zu überschreiten und dass sich dadurch etwas verändert. Also sehen Sie es mir nach, dass ich diesen Abend bei Expeditionen bleibe, wie ich sie kenne, zu See, im Eis, in die Tiefsee. Aber im Grunde ist das nur ein Sinnbild aus meiner Forschung für das, was Wissenschaft eben ist, ein Aufbruch, eine Expedition in jedem Fall. Ich selbst bin Tiefseeforscherin und für meine Art von Expedition geht es entweder in einem U-Boot ganz hinab in die Tiefe der Meere oder eben auf ein Forschungsschiff in die Polarregionen, die wir seit jeher, seit Menschengedenken als Ende der Welt sehen, weil es eben dort sehr wenig Menschen gibt, weil es menschenunwirtliche Regionen sind. Und mich freut es sehr, jetzt für die Universität Oldenburg für den Auftakt zu sprechen und die feierliche Eröffnung des akademischen Jahres damit vornehmen zu können. Als ich auf die Titelseite geschaut habe, was es denn so Neues gibt hier an der Universität, ist mir natürlich aufgefallen, diese Webseite offen für neue Wege, und darum soll es heute Abend auch gehen. Wir müssen uns öffnen für neue Wege in Bezug auf Energie, Gebäude, Verkehr, in Bezug auf den Umgang mit uns Menschen alle zusammen. Und hier an der Universität Oldenburg, das ist das Besondere, gibt es eine Vielfalt von Forschung, von Wissenschaft, von Zusammenarbeit in diesen Fragen, wie gelingt uns die Zukunft, die Welt nachhaltiger. Ein Beispiel, wo wir uns zusammengetan haben, das Alfred-Wegener-Institut und die Universität Oldenburg, ist das neu gegründete Helmholtz-Institut für funktionelle marine Biodiversität. Und um wieder nur ein Beispiel zu nehmen, wenn Sie das mitverfolgt haben, wenn Sie gelesen haben, was eigentlich dieses Jahr los war mit dem Bericht des Weltbiodiversitätsrates, und genau dort schließt eben unser Helmholtz-Institut an, dann geht es darum, dass wir Menschen festgestellt haben über Tausende von wissenschaftlichen Beobachtungen, die zusammengeführt wurden, mit Modellen unterfüttert wurden, dann ging es darum, herauszufinden, dass mittlerweile 1 Million der Tier- und Pflanzenarten auf der Erde gefährdet sind und dass das praktisch jede 8. Art ist, die wir kennen. Eine unvorstellbare Aussage, die irgendwo, wenn man in sich hineinhört, auch eigentlich richtig wehtut. Wir wollen hier gemeinsam an der Universität Oldenburg mit diesen tollen Experten, die es schon gibt, über diese Fragen nachdenken. Was bedeutet so eine Zahl und kann man die eigentlich noch verändern? Können wir überhaupt ein Ziel für die Biodiversität gewinnen, so wie wir das berühmte 2-Grad-Ziel fürs Klima haben, von dem wir schon gehört haben? Ich muss jetzt erstmal einen Schritt zurückgehen, bevor wir dann gemeinsam aufbrechen und ich Ihnen ein Beispiel von wenigen Expeditionen in Polarregionen noch mal zeige, warum es heißt aufbrechen, warum es auch um neue Formen des Denkens in der Wissenschaft geht. Dieses Jahr haben wir einiges gefeiert, so auch den 250. Geburtstag von Alexander von Humboldt. Und ich möchte Ihnen Alexander von Humboldt einmal näher bringen, nicht so sehr als diesen ehrwürdigen Gelehrten, den Sie natürlich kennen, der die Hälfte der Welt bereist hat und uns mit großartigen Befunden zu Landschaften beglückt hat, die damals Bestseller waren und heute auch wieder Bestseller geworden sind. Ich möchte Ihnen eigentlich Alexander von Humboldt kurz einmal näher bringen, als ein Jugendlicher, extrem wütend auf die Welt, der im Grunde eigentlich auch nur sagt, how dare you? Dazu lese ich Ihnen ein Stückchen Tagebuch von Alexander von Humboldt vor. Da ist er eben ein junger Mann, er sitzt in Berlin, seine Mutter zwingt ihm, was Vernünftiges zu lernen. Er soll preußische Kameralistik, also Verwaltungsbeamter, werden. Das findet er ganz fürchterlich und er träumt vom Aufbruch, von Expeditionen, vom Bereisen der Erde. Er schreibt an seinen Freund Wilhelm Gabriel Wegener: Eben komme ich von einem einsamen Spaziergang aus dem Tiergarten zurück, wo ich Moose und Flechten und Schwämme suchte, deren Sommer jetzt gekommen ist. Wie traurig, so allein herumzuwandern. Doch hat auch von einer anderen Seite betrachtet dieses Einsame in der Beschäftigung mit der Natur etwas Anziehendes. So ganz im Genuss der reinsten, unschuldigsten Freude, von Tausenden von Geschöpfen umringt, die sich ihres Daseins freuen.
Mein Freund Bildenow ist noch der Einzige, der dieses mit mir empfindet. Aber seine und meine Geschäfte hindern uns oft, Hand in Hand in den großen Tempel der Natur zu treten. Solltest du glauben, dass unter den anderen 145.000 Menschen in Berlin kaum 4 zu zählen sind, die diesen Teil der Naturlehre auch nur zu ihrem Nebenstudium, nur zur Erholung kultivierten? Und wie viele sollten nicht ihr Beruf darauf leiten, Ärzte und vor allem das elende Kameralistenvolk? Je mehr die Menschenzahl und mit ihr der Preis der Lebensmittel steigen, je mehr die Völker die Last zerrütteter Finanzen fühlen müssen, desto mehr sollte man darauf sinnen, neue Nahrungsquellen gegen den von allen Seiten einreißenden Mangel zu eröffnen. Wie viele unübersehbare, viele Kräfte liegen in der Natur ungenutzt, deren Entwicklung Tausenden von Menschen Nahrung oder Beschäftigung geben könnte. Wie viele Produkte, die wir von fernen Weltteilen haben, treten wir in unserem Lande mit Füßen, bis nach vielen Jahrzehnten ein Zufall sie entdeckt, ein anderer die Entdeckung vergräbt oder, was seltener der Fall ist, ausbreitet. Die meisten Menschen betrachten die Botanik als eine Wissenschaft, die für Nichtärzte nur zum Vergnügen oder allenfalls zur subjektiven Bildung des Verstandes dient. Ich halte sie für eine von den Studien, von denen sich die menschliche Gesellschaft am meisten zu versprechen hat. Welch ein schiefes Urteil, zu meinen, dass die paar Pflanzen, welche wir anbauen, ich sage ein paar, gegen die 20.000, welche unseren Erdball bedecken, alle Kräfte enthalten, die die gütige Natur zur Befriedigung unserer Bedürfnisse in das Pflanzenreich legte. Sie sehen, meine Damen und Herren, und das ist ja eben der Dialog, in dem wir feststecken, dass wir manchmal genau hinschauen und hinhören müssen. Das war jetzt ein wütender junger Mann auf der Straße, kommt von seinem Spaziergang zurück und flucht, dass das Wissen nicht zu dem Handeln passt. Und genau da stecken wir immer noch fest. Warum haben wir es so schwer zu begreifen, dass wir nur einen Planeten Erde haben, keinen zweiten? Bis heute, auch bei vielem Suchen und Mühen, finden wir noch nicht einen anderen Planeten, der Leben bietet, egal ob wir uns jetzt fragen, ob es überhaupt intelligentes Leben im Universum gibt oder nicht. Wir haben diesen Planeten Erde und er lebt, er ist voller Leben, voller dieser fantastischen Lebensvielfalt, weil er Wasser birgt, weil es eigentlich ein Planet Ozean ist. Und Sie sehen hier die Erde einmal von der ultimativen Expedition, das erste Mal, dass ein Mensch auf dem Mond gestanden hat und auf die Erde als blaue Murmel blickt, ausgehend. Und dann rechts sehen Sie zusammengetragen das Wissen, das wir Ozeanographen teilen, über die Erde als ein Planet voller Wasser, eine Wasserströmung, die die ganze Erde umspannt. Ungefähr 2000 Jahre braucht ein Wassertropfen, bis er einmal umhergereist ist. Und diese nasse Erde steckt bis heute voller Geheimnisse. Und in diesem gigantischen Ozean, der 93% der menschengemachten Wärme aufnimmt und ein Drittel des CO2s, das wir produzieren, steckt auch die größte Lebensvielfalt, die wir auch noch gar nicht kennen. Hier ist einmal ein Blick aus dem All. Immerhin sind wir so gut in der Wissenschaft, dass wir solche ganzheitlichen Blicke auf die Erde fliegen können. Und Sie sehen jetzt in Grün die Aktivität der Pflanzen über das Jahr hinweg sich verändernd. Wenn Sie auf die Kontinente gucken, zum Beispiel Europa, sehen Sie, jetzt ist Winter, Frühjahr, Sommer, es blüht überall und dann kommt wieder Herbst und Winter. Und wenn Sie jetzt zum Atlantik schauen oder auf den Rest der Meere, sehen Sie, die kleinen einzelligen Algen machen genau das Gleiche. Sie verändern sich im jahreszeitlichen Rhythmus, und was jetzt das Faszinierende ist, was wir Meeresmikrobiologen mit Ihnen teilen können, dass die ganzen einzelligen Algen, die schon fast 3 Milliarden Jahre alt sind, heute auch immer noch genauso viel Sauerstoff produzieren wie alle Wälder, Steppen und Savannen und unsere Landwirtschaft zusammen. Also diese wahnwitzige Leistung der Natur, von der Humboldt auch schon spricht, der sagt, hätten wir nur dieses Wissen um die gesamte Vielfalt des Lebens, dann wären wir sicherlich alle sehr reich. Das steckt in dieser großen Frage, was tut die Natur für uns und was müssen wir für sie tun? Denn wir bezahlen ja gar nicht die Leistung, die die Natur erbringt, in Form von Sauerstoff, in Form von Kohlenstoff wegspeichern für uns oder in Form von Kühlung, was die Meere machen. Oder die Mikroorganismen, die eben Erdgas und Erdöl in der Tiefsee halten, ein Forschungsgebiet, was ich mal sehr stark verfolgt habe. Und jetzt schalte ich einmal um und schalte uns Menschen dazu. Meine Lieblingsgrafik, die eigentlich diese große Frage von vielen Jahrhunderten, von Fragen zum nachhaltigen Umgang mit der Erde zusammenfasst, ist diese aus dem Global Carbon Project, wo viele Wissenschaftler ihr Wissen um die globalen Kohlenstoffkreisläufe zusammentragen. Ich
setze sie Ihnen kurz auseinander, damit Sie folgen können, wie fantastisch wichtig es ist, diese Abbildung einmal zu durchdringen. Sie sehen hier eine Zeitschiene hier unten, so unsere Lebensspanne. Und dann sehen Sie hier aufgetragen über der Nullgeraden die Emission von CO2 in Gigatonnen pro Jahr. Sie sehen, dass wir heutzutage die 40 Gigatonnen pro Jahr erreicht haben. Und Sie sehen in Grau, wie viel davon aus den fossilen Brennstoffen kommt. Sie sehen in Gelb, wie viel davon aus Landwirtschaft und Bau kommt. Und dann sehen Sie unterhalb der Nullgeraden, wie viel der Ozean und das Land und die Atmosphäre wegschlucken von dem, was wir an CO2 in die Atmosphäre entlassen. Das ist erstmal erstaunlich, dass von allen Treibern, die CO2 in die Luft blasen, wir eigentlich, wenn wir es jetzt mal schnell und effizient etwas tun, etwas verändern wollen, wir uns überhaupt nur noch auf die fossilen Brennstoffe fokussieren müssen heutzutage. Das ganze Gestreite um Landwirtschaft und Bau können wir jetzt erstmal zur Seite legen und sagen, es lohnt sich nachzudenken, wie werden wir die fossilen Brennstoffe los. Aber wenn Sie mal zurückschauen, wann das eigentlich so als Aussage stimmt, dann ist das in den 60er Jahren. 67 bin ich geboren, einige von Ihnen sitzen hier und sind in dieser Zeit geboren, wo es eben anders war, wo eigentlich der Streit um Klima- und Umweltschutz natürlich auch schon da war, aber er ging darum, wie verändern wir das Land. Und damals, als wir in der Schule gesessen haben, ging es eben viel mehr um das Land als um die fossilen Brennstoffe. Damals, als Schulkind, war ich erstaunt, im Fernsehen zu hören, dass jemand sagt, na Kind, da sind noch vielleicht für 30 Jahre Öl und Gas und dann ist das auch alle und wir sollen uns mal lieber auf andere Energiequellen konzentrieren, weil so lange reicht es jetzt nun auch nicht, dass du in deinem Leben noch genügend Energie hast. Wie anders ist es gekommen? Und auch das hat was mit Expedition in Wissen zu tun, dass wir immer wieder verstehen, dass wir Wissen neu betrachten müssen und Wissen zusammenbringen müssen. Noch einmal den Blick auf die Senken für CO2. Der Ozean tut, was er kann, aber mehr als 30% kann er eben nicht vom menschengemachten CO2 aufnehmen. Das Land, das wackelt sehr, das ist sehr dynamisch und das ist für uns zum Teil noch unverständlich und wir hätten gerne, dass das Land mehr CO2 wegspeichert, zum Beispiel indem wir viel mehr Bäume pflanzen, das ist aber auch schwierig und sie sind anfällig. Und alles, was wir nicht speichern, wird einfach von der sozusagen eben nicht unendlichen Müllhalde Atmosphäre aufgenommen. Das führt wiederum, da Ozean und Land derzeit nicht mehr aufnehmen können, zu einem starken Wachstum des CO2 in der Atmosphäre. Und dann kommt eben das heraus, eine Erwärmung der Erde. Wir wären vielleicht unter Umständen in ein kleines, winziges bisschen Trend, in ein bisschen Abkühlung der Erde, aber stattdessen rennen wir in eine Heißzeit hinein. Der globale Temperaturtrend der durchschnittlichen Werte über Boden zeigen das eindeutig. Jetzt müssen wir weiterdenken. Wir haben gesagt, wir wollen hier nicht über 2 Grad kommen und auch die Weltklimarat-Sondergutachten von diesem Jahr sagen, da müssen wir uns aber beeilen, weil Land hat schon 1,5 Grad im globalen Durchschnitt mehr als zur Referenzzeit und der Ozean nimmt eben so viel Wärme auf, wie er kann, wird aber dabei unangenehm wärmer, zum Beispiel in der Arktis. Das ist eine andere Grafik, die wir alle kennen müssen, verstehen müssen, um zu verstehen, was globaler Durchschnitt bedeutet. Ein globaler Durchschnitt hier so um den Äquator herum bedeutet ein mehrfach schnelleres Erwärmen der Arktis und unserer Region, auch in Nordeuropa. Und dieses schnelle Erwärmen, was jetzt schon über 2 Grad in der Arktis sind, verändert einen Garant für Stabilität unserer Erde in den Polarregionen. Die Polarregionen sind, und das weiß natürlich jedes Kind, dadurch charakterisiert, dass sie vor allen Dingen weiß sind. Sie strahlen zurück das Sonnenlicht, das nennt man Albedo, und das ist der Kühlungseffekt, der dafür gesorgt hat, dass es recht stabiles Klima gibt und so ein komplexes Tier wie der Mensch sich überhaupt erst entwickeln konnte mit seiner Art von Infrastruktur. Und wir drehen jetzt eben genau an dieser Schraube, besonders besorgniserregend, an der Arktis. Wenn Sie sich eben gefragt haben, wie ist es möglich, dass die Arktis so schnell warm wird und die Antarktis nicht, so müssen Sie sich eben kurz erinnern, dass die Arktis ein Ozean ist mit Meereis drauf und die Antarktis ist ein Kontinent mit einem Eisschild drauf von mehreren Kilometer Dicke. Wenn Sie also über Boden in der Antarktis die Temperatur messen, sind Sie schon in 2-3 Kilometer Höhe und die ist natürlich und bleibt auch für lange viel kälter, Gott sei Dank, während die Arktis schon stark schmilzt. Und um die Arktis herum, um das Meereis, um den Grönlandgletscher, ist der Permafrost eine riesige Region der Erde, die eigentlich gefroren ist, mit Schnee drauf. Schnee, der liegen bleibt. Das ist der Charakteristik für Permafrost.
Und auch hier verändert sich gerade alles. Augenzeugenberichte von Forschern, die dort an den Küsten arbeiten, berichten, wie große Massen von gefrorenen Pflanzenresten und Land ins Meer fallen und dort von hungrigen Mikroben gefressen werden. Außerdem klappt die Infrastruktur nicht mehr. In der Mongolei zum Beispiel werden Autobahnen auf gefrorenem Boden gebaut, Schienen auf gefrorenen Boden gestellt und Häuser. Und wenn das alles anfängt zu schmelzen, dann funktioniert natürlich unsere Infrastruktur nicht mehr. Reisen wir einmal für einen Moment in diese polare Welt, dass Sie sich noch mal bildlich vorstellen können, was bedeutet es jetzt, wenn all dies anfängt zu schmelzen. Es ist erstmal unglaublich, diesen Unterschied sich vorzustellen zwischen weiß und nicht weiß. Also wenn Meereis aufschmilzt, wenn Gletscher schmelzen, dann scheint dazwischen der Ozean oder ein Rinnsal hindurch und Sie sehen sofort, aha, weiß, das reflektiert, bleibt kühl, schwarz, dunkel, der Ozean nimmt natürlich Sonnenlicht viel schneller auf. Und das bringt natürlich die angepassten Lebewesen in Bedrängnis, vor allem auch die, die unterm Eis leben. Darauf kommen wir noch gleich. Erst einmal sind eben Augenzeugenberichte jetzt da, dass alles sich ändert. Menschen, die traditionell für Jahrtausende vom Eis und von dem Reichtum des Lebens im Eis gelebt haben, staunen nun, weil das, was einmal eine Eisfläche war, heutzutage nur noch mit dem Boot zugänglich ist. Und natürlich verändert sich das ganze Leben mit. Ich selber denke, dass ich Augenzeugin bin, weil als ich als junge Doktorandin zum ersten Mal auf Polarstern ins Eis fahren durfte in 1993, da war das richtig Arbeit. Da war das Meereis so verteilt, es gab zwar im Sommer schon so ein bisschen Eisfreiheit um die sibirischen Meere herum, wo das meiste Eis gebildet wird, aber es war doch sehr aufwendig, mit dem Schiff durch dieses Eis hindurchzubrechen, um zu einem Probenahmeort anzukommen. Das hat geruckelt und im Labor musste man alles festhalten, denn der Eisbrecher, der fährt ja aufs Eis drauf und dann erst bricht er durch und alles stellt sich schräg und fällt um. Sehr unangenehm, sehr aufregend, so eine Reise mitzumachen. In 2012 bin ich wiedergekommen und habe wieder eine solche Reise gemacht, wollte zu den Stellen hinfahren, wo ich meine Doktorarbeit gemacht habe, um wieder Proben zu nehmen. Und nirgendwo war mehr Eis, wo ich eigentlich damals Proben genommen habe. Der sommerliche Eisrand hat sich völlig verschoben und wir haben also eine ganz andere Arktis in unserer Lebensspanne schon heute vor Augen. Und das sieht dann so aus. Sie sind jetzt am Nordpol und das, was eben Sie als Satellitenbild einer weißen Decke gesehen haben, sieht im Sommer, sieht jetzt gerade so aus. Und dann erkennen Sie wieder sofort, ohne selbst Polarforscher zu sein, Moment mal, so weiß ist das gar nicht mehr, das ist ja alles voller Tümpel, die Eisschollen sind aufgerissen und Sie sehen in 2012, wir auf unserer Polarstern, wir gleiten durch das Eis, als wäre es aus Butter. Und wenn wir dann eben als Forscher zum Beispiel tauchend unter das Eis schauen, können wir auch erkennen, dass das Eis sich völlig verändert. Die kleinen Schollen sind viel beweglicher, werden von Wind und Wellen und Gezeiten zusammengepresst. Und wir haben auch gelernt, diese Meereisalgen, die die Nahrung für Krebschen sind, die die Nahrung für Fische sind, die die Nahrung für Robben sind und die für den Eisbär, die verändern sich. Zum Beispiel verlieren die den Halt in den Eisschollen und sinken hinab in die Tiefsee. Dort habe ich sie wiedergefunden, reichhaltig, aber die Tiefseetiere kennen so eine Art Nahrungsquelle noch gar nicht und haben auch nicht so viel von diesen Eisalgen gefressen. Das Eis ist also voll von Leben und wir vergessen das einfach manchmal, dass das Meereis nicht nur eine physikalische weiße Decke ist auf unserem Planeten, sondern ein eigener Lebensraum, den wir gerade verlieren und all dieses fantastische, unentdeckte Leben mit ihm. Also zu diesen Millionen von Arten, von denen so viele gefährdet sind, müssen wir eben noch Millionen und Abermillionen tun, die wir jetzt gar nicht charakterisiert haben, die wir noch gar nicht kennen, aber die wahrscheinlich in einem ähnlichen Verhältnis mit verschwinden. Wer will das eigentlich? Fantastische Tiefseetiere wie diese hier, auch die, sie sind ja weit weg von uns Menschen, auch die ändern sich mit, weil sich ihre Nahrungsquelle ändert. Die leben davon, dass das, was an den Oberflächen der Meere sich bildet, irgendwann mal herabrieselt und als Nahrungsquelle dient. Aber wenn oben es warm wird oder das Eis weggeht, kommt ganz andere Nahrung runter und die müssen erst lernen, diese Nahrung dann aufzunehmen. Was ist also Expedition, neues Wissen, Aufbruch? Es ist schon, sich mit diesen Daten zu beschäftigen, die alle vorliegen und eben zu erkennen, dass es so nicht weitergehen kann. Hier nochmal zusammengefasst. So sind wir aufgewachsen mit einer solchen Arktis im Sommer in 1980 noch und das ist die sommerliche Arktis heute. Das Meereis sinkt und sinkt. Wir haben einen Trend von einem Verlust von 13% in einer Dekade und damit können wir uns auch ausrechnen, wann es ganz weg ist.
Wir können inzwischen auch die direkten Zusammenhänge zwischen CO2 und Meereis ausrechnen. 3 Tonnen CO2 ist ungefähr 1 Quadratmeter Eis weggeschmolzen. Und daraus kann man auch ausrechnen, wie viel man so wegschmilzt, wenn man eben quer über die Welt fliegt. Was man sich nicht so einfach vorstellen und was man nicht so einfach ausrechnen kann, ist die nichtlineare Reaktion des Lebens auf Lebensraumschwund. Ich möchte Ihnen das einfach nochmal als Beispiel anhand der Eisrandzone erklären. Für Herrn Pieper muss ich immer niedliche Robbenbilder eigentlich mitbringen. Jetzt habe ich mal ein niedliches Walrossbild mitgebracht, Herr Pieper. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, aber es ist wichtig, dass man anhand des Walrosses nachvollziehen kann, was da los ist, wenn Lebensräume verschwinden. Das ist nämlich nicht linear. Das Walross zum Beispiel frisst in den Schelfbereichen und wächst dort auf. Und wenn es Junge hat, dann bringt das Walross, also die Walrossmutter geht mit den Babys, Walrössern dann schwimmen, bringt denen bei, wie man Fisch jagt. Und immer wenn die Babys müde werden, müssen die auf eine Eisscholle rauf und sich ausruhen. Die Walrossmutter stummt die dann eben so an, damit die auf die Scholle draufkommen und dann schlafen die eine Weile und dann geht es weiter jagen. Sie sehen schon, auch wieder ohne studiert zu haben vielleicht, was los ist, wenn der Eisrand jetzt eben nicht mehr über den Schelfregionen ist in der Arktis, dort wo die Walrösser leben, sondern plötzlich 300, 400 Kilometer über den Tiefseebecken hängt. Dann muss ja die Walrossmutter mit ihrem Baby auch so weit schwimmen, um Eisschollen, genügend Eisschollen zu haben, um die Babys draufzusetzen. Und das funktioniert nicht. Diese Anpassung gibt es nicht bei den Walrössern. Also sind sie im Naturkundemuseum auf die Liste der wahrscheinlich aussterbenden Arten gekommen. Einfach so, und zwar, weil es einen direkten Zusammenhang zwischen CO2 und Meereis gibt. Und es gibt noch viele mehr. Ich spare Ihnen diesmal das Leid der Geschichten um Plastikmüll. Aber natürlich, wenn hier kein Eis mehr ist auf der Arktis, dann fahren hier auch Schiffe durch, Kreuzfahrtschiffe, alles Mögliche. Der Wind segelt Plastiktüten hinein, das Eis ist nicht mehr da, um zurückzuhalten. Und so können wir mit jedem 100 Kilometer, die Meereiszone zurückweicht, natürlich das Vordringen des Plastikmülls mit vermessen. Wie gehen wir mit diesem Wissen um und warum Aufbruch, warum Expedition? Eine Feier wie diese zeigt ja eindeutig, wie schön es ist, wie wundervoll es ist, mal zusammenzukommen und einfach Forschung und das Leben zu feiern. Und wir haben uns überlegt, bei all diesen traurigen Nachrichten, die wir Polarforscher zu teilen haben, warum nicht einmal die Geschichte anders erzählen? Einfach feiern, zu sagen, wir machen die größte Expedition und füllen Wissenslücken, aber alle zusammen, international sichtbar, mit riesigem Aufwand und vollständiger Begleitung durch die Öffentlichkeit. Wir haben also derzeit laufen die Mosaik-Drift-Expedition, die größte Nordpol-Drift-Expedition aller Zeiten. Polarstern, unser Forschungsschiff, was Sie ein bisschen schon gesehen haben, ist eingefroren, gerade seit 20. September für ein Jahr Forschung im Eis. Warum müssen wir diese Beobachtung, die wir brauchen, so aufwendig darstellen und warum wollen wir sie feiern in Form einer Mission? Genau wie ich Ihnen am Anfang gesagt habe, sehen Sie, die Wissenschaft hat sich verändert durch das eine Foto auf dem Mond stehen. Der Mensch steht auf dem Mond, blickt zurück und sieht die blaue Murmel Erde. Das ist ja heute auch noch immer wichtig, deswegen wollen wir auch wieder auf den Mond, weil wir noch mehr solcher Bilder und dieses Gefühl erzeugen wollen, wir Menschen können alles. Genauso wichtig ist es, dieses Gefühl auch immer wieder für alle Bereiche in der Forschung zu erzeugen. Und ich bin so stolz, dass wir im Alfred-Wegener-Institut nun eben eine echte Polarforschungsmission machen, so wie damals Fridtjof Nansen, mit dem ich auch den Vortrag eingeleitet habe. Was hat er gemacht? Er hat ein Holzschiff einfrieren lassen, er ist hier gesegelt im Sommer und hat dann im Sibirischen Meer sich einfrieren lassen und ist mit dem Eis, das war ja seine Hypothese, das Eis ist nicht stabil, es driftet und wird in Europa hier wieder aus der Framstraße ausgespuckt und er hat das bewiesen, indem er mit sich einige Mannen eingefroren hat und dann auch noch gesagt hat, naja, also den einen oder anderen werden wir schon dabei verlieren, aber das ist ja eben Handwerk. Bei Expeditionen, ist ja völlig normal und das stand auch in der Stellenausschreibung, Männer gesucht, furchtlose Männer, die kein Problem damit haben, bei Expeditionen zu sterben. Wir haben die Stellenausschreibung für unsere Mosaik-Expedition leicht angepasst zu modernen Personalverwaltungsverfahren, die einen solchen Nebensatz nicht mehr hergibt heutzutage. Und jetzt sind dort 5 Eisbrecher, 3 Forschungsflugzeuge und 600 Menschen unterwegs. Und ich möchte Ihnen noch ein klein bisschen mehr von diesem Gefühl mitgeben. Wie ist es, wenn man dann so eine tolle Mission aufsetzt und alle gucken hin? Was also hier passiert, ist genau, was Fridtjof Nansen sich ausgedacht hat. Das Eis ist nicht mehr so stabil und es driftet viel schneller. Es braucht nur noch ein Jahr. Und wir haben jetzt diesen stabilen Eisbrecher Polarstern. Und es sind auch nicht nur noch Männer an Bord, sondern es ist eigentlich so über die Expedition hinweg halbe-halbe ungefähr.
Das Schiff hat an einer Scholle angelegt, es werden jetzt diese Netzwerke von Stationen, Messstationen aufgebaut, es fliegen Flugzeuge, es kommen andere Forschungseisbrecher hinzu, und zwar aus Russland und China. Einfach so, als wären wir alle zusammen ein fantastisches Team und nichts könnte uns stören, wenn wir Forschung machen wollen. So ist es ja eigentlich auch. Wir haben eine Beobachtung, dass nach wie vor, wie damals bei Fridtjof Nansen, wenn man etwas hier einfriert in den sibirischen Meeren, es nach einem Jahr hier in Europa rauskommt. Ab und zu gibt es mal Irrläufer, das sind unsere Messbojen, die wir schon seit ein paar Jahren verfolgen. Und die weisen den Weg und wir hoffen jetzt, dass Polarstern, die gerade hier irgendwo eingefroren wurde, also jetzt in einem Jahr dann hier wieder rauskommt. Und nun haben wir diese Expedition auf den Weg gebracht, 19 Nationen machen mit, die Menschen werden alle 3 Monate ungefähr ausgetauscht, einige mutige Seeleute wollen nicht so viel ausgetauscht werden, die bleiben für viel länger. Und jetzt ging es darum, dieses Schiff zu verabschieden. Und ich kann Ihnen nur sagen, dass ich selten so etwas Romantischeres mitgemacht habe, als so einen Feier von Forschern, die verschwinden im Nichts. Und hier sehen Sie den Blick vom Schiff. Die Forscher, die jetzt losfahren, um sich für 3 Monate einfrieren zu lassen, bevor sie hoffentlich mit einem russischen Eisbrecher abgeholt werden. Und an Land stehen wir, da steht halb Tromsø, da stehen Menschen aus aller Welt, da stehen Politiker, Forscher, die Angehörigen. Wir haben alle Taschentücher in der Hand, einige von uns müssen weinen, ich auch, weil es so aufregend ist, nachdem wir viele Reden und Ansprachen gehört haben, wie wichtig ist es, hinzuschauen, die polare Nacht, den arktischen Winter zu erfassen. Die erste Phase ist losgegangen. Die haben zuallererst ein Spektakel gehabt beim Losfahren. War natürlich eine fantastische Aurora, so wie es sein muss, Aurora Borealis. Und dann waren sie in der Arktis und haben angefangen zu suchen nach der letzten großen Eisscholle, die eine solche große Expedition dann eben zulässt. Und wissen Sie, ich war wirklich beunruhigt, weil die Anfangsmeldungen vom Zustand des Eises eben so waren, naja, so eine große Scholle, wie die eigentlich brauchen für ihre ganzen Aufbauten, die gibt es gar nicht mehr in der Arktis. Denn das mehrjährige Eis, was dick ist, 2 Meter dick, das ist verschwunden, das ist ausgestorben. Und wir haben uns dabei ertappt, als wir uns E-Mails geschrieben haben und angerufen haben, von Eisschollen so zu reden, als wären es auch aussterbende Arten von Tieren. Wo ist die letzte? Nein, die ist so klein, die ist schon so dünn und so zerschmolzen und kaputt. So war es am Anfang, bis dann der Expeditionsleiter mutig entschieden hat, jetzt reicht's, ich nehme jetzt die nächstgrößte Scholle, die wenigstens so auf 1 Meter Dicke kommt. Sie ist verpresst worden vom sibirischen Rand. Und jetzt können wir mit modernen Radartechnologien die Expedition also aus dem All verfolgen. Man sieht sogar, wenn man genau hinguckt, ein kleines Pünktchen, das ist die eingefrorene Polarstern. Die Stationen werden aufgebaut, die Menschen beginnen zu forschen und wir haben eine neue Form von Kommunikation gewählt, indem wir diese Expedition mit allen teilen. Man muss wissen, da oben gibt es keine Telekommunikation, es gibt ein bisschen Iridium-Satellit, man kann nicht einfach so mal Skype oder FaceTime machen, man kann sich anrufen und man kann WhatsApp benutzen, immerhin. Also haben wir so eine App programmiert und Sie alle können hinschauen. Da sieht man, wo das Schiff ist, wie langsam es driftet. Derzeit driftet es leider überhaupt nicht in unsere Richtung, sondern ständig eher so Richtung Sibirien. Wir hoffen, dass es sich irgendwann noch anders entscheidet, das Eis, und zurückkommt. Und was auch fantastisch war, und auch hier mussten wir entscheiden, von Anfang an saßen da so ein paar hungrige Eisbären und haben auf die Gangway geschaut. Wann kommen da die dicken Forscher endlich mal aufs Eis? In früheren Zeiten wäre es verboten gewesen, und das habe ich auch noch erlebt als Studierende, dass man jetzt so einfach mit WhatsApp und Bildern dann so diese Situation teilt mit der Welt. Das ist halt jetzt was zu forschen und wir sind im Zuhause vom Eisbären und der hängt da rum und der hat Hunger. Heute machen wir das anders. Wir haben uns mit unserer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und mit den Eisbärwächtern an Bord entschieden, wir teilen dieses Wissen. Es ist nun mal eine Expedition und das ist das Zuhause vom Eisbär. Also was ist das Problem, ehrlich zu sein und zu sagen, ja, das ist auch ein bisschen gefährlich, aber ja, wir nehmen das ganz beste Wissen mit und wir gehen mit den Eisbären um, wie man es sollte. Eisbären sind ein bisschen schreckhaft und wenn sie eben ein paar Mal mit schrecklich viel Krach hin und her gescheucht werden, dann denken sie, naja, ich kann ja auch doch wieder irgendwo in der stillen Ecke vom Eis eine Robbe fressen und diese dicken, lauten Forscher, die lasse ich mal lieber in Ruhe. Und Gott sei Dank sind inzwischen die Eisbären weitergezogen. Aber leider sind wir immer noch im größten Meereisminimum aller Zeiten. Hier sehen Sie von heute Morgen die Daten. Wir sind in ein Herbstminimum gelaufen, wie es noch nie da war. Der Ozean ist so warm geworden diesen Sommer, dass es jetzt dauert, bis das Eis richtig zurückfriert. Und das alles, und das ist ja nur ein Beispiel von einer großen Mission, die jetzt ein Jahr lang begleitet wird, zeigt uns auch wieder nur, wie viel wir eigentlich wissen müssen. Ja, natürlich müssen wir handeln, aber es gibt noch so viele große Fragen. Und es war schon wichtig, dass die Wissenschaft gemeinsam mit den jungen, wütenden Schülerinnen und Schülern auch immer wieder sich auf die Fakten besinnt.
Was wir sagen müssen, ist, dass wir ein 2-Grad-Ziel haben, ein Durchschnittsziel. Das Durchschnittsziel ist irgendwie so verhandelt, dass unsere Klimamodelle eben zeigen, okay, wir haben jetzt noch 1000 Gigatonnen CO2 in der Atmosphäre Platz und dann könnten wir vielleicht 2 Grad halten. Aber wenn wir die Unsicherheiten mit auftragen, dann können aus 2 Grad auch mal 3 oder 4 Grad werden. Und wenn Sie jetzt mal hier in die Arktis schauen, dann ist mit einem plus 2 Grad am Äquator die Arktis schon plus 6, 8 oder 10 Grad. Dann ist das Meereis weg am Ende des Jahrhunderts. Und damit ein Teil der Klimageschichte des Menschen. Und diese Unsicherheit, die müssen wir als Wissenschaftler unter die Leute tragen. Und es ist nicht zu akzeptieren, dass uns dann vorgehalten wird, na jetzt sag doch mal Klartext und lass doch mal die Fehlerbalken weg, das ist dann keine Forschung mehr. Wir sagen trotzdem, dass wir mit dieser Unsicherheit umgehen müssen und dass wir nicht so tun dürfen, als wären 2 Grad verhandelbar. Es ist ein politisches Ziel, nicht so sehr ein naturwissenschaftliches, aber es sagt, wie viel Platz hat die Atmosphäre noch für CO2. Wie unsicher ist unser Wissen und wie sehr brauchen wir weiteres Wissen auch über die Arktis im Winter, um umzusteuern? Und wie sehr brauchen wir eine geschlossene Gemeinschaft aller Völker, um zu verhindern, dass die weiteren 26 Kohlekraftwerke, die noch gebaut werden, diese 1000 Gigatonnen aufbrauchen? Das werden sie nämlich tun. Also müssen wir gleichzeitig auch über ganz andere Technologien nachdenken, auch leider tatsächlich das Wegspeichern von CO2 unter Land. Ich sage Ihnen als Direktor eines Polarforschungsinstituts hat man es manchmal schwer, während diese ganzen Berichte rausgekommen sind und schwer zu verdauen sind, kommen die Forscher von ihren Sommerexpeditionen zurück und berichten, dass all diese Durchschnittswerte derzeit schon wieder von der Natur geschlagen werden und die Erwärmung und die Veränderung der polaren Landschaft noch viel schneller geht. Das müssen wir verdauen und wir müssen das Wissen kommunizieren. Und darum ist es wichtig, dass wir zusammenkommen, dass wir Wissen feiern, aber auch ernsthaft unser Wissen teilen mit denen, die entscheiden und die handeln. Während Sie jetzt noch ein Momentchen mit mir hinschauen auf diese größte Expedition aller Zeiten und die Bilder einer Landschaft, die vielleicht in 20 Jahren gar nicht mehr so wiederzufinden ist, bitte ich Sie selbst darüber nachzudenken, was passiert da mit Ihnen, wenn Sie darüber nachdenken, dass diese Eisschilde vielleicht weg sind, vielleicht der Eisbär, das Walross, aber wahrscheinlich auch, wenn wir gar nicht so fasziniert sind mit der Kälte, sondern an den Regenwald denken, wenn wir an Mangroven denken, die eben auch, Korallenriffe weltweit, die auch. Ist es so schwer für uns Menschen, so wie Alexander von Humboldt es gefordert hat, zu verstehen, dass es eine Bande gibt, dass der Mensch überhaupt nur da ist und ist, wie er ist, weil wir von der Vielfalt der Natur leben? Wir behandeln sie, als wäre sie kostenfrei, als könnten wir sie vermüllen oder vernichten. Und wir schieben dieses Wissen um die Kosten, um die Reichtümer der Natur auf nächste Generationen, die immer weniger haben werden. Diese Generationen wollen natürlich auch ihr Wissen zusammentragen, sie wollen, müssen handeln und wir können nur heute sagen, das, was wir heute nicht tun, wird unendlich viel teurer in der nächsten Generation und das ist eine Ungerechtigkeit, die man nicht haben will. Und gleichzeitig bedeutet es vielen Menschen heutzutage so viel, an Wissen, an Wissenschaft und Forschung teilzuhaben, diese Herausforderungen anzunehmen und auch einmal so dabei zu sein, sei es eben über WhatsApp oder sei es vor Ort, an so einer gigantischen Mission, die noch einmal mehr Daten für Generationen erzeugt und unser Wissen völlig verändern wird. Denn wir wissen praktisch nichts über den arktischen Winter, der doch auch unser Wetter prägt. Wie kommen wir hier weiter? Wie kommen wir hier raus? Fridtjof Nansen, ein fantastischer Forscher, er hat auch den Friedensnobelpreis bekommen für seinen Flüchtlingspass, den er erfunden hat, hat gesagt, die Handlungen der Menschen leben fort in den Wirkungen. Und ich möchte noch mal auf die sehr gute Rede von vorhin zurückkommen und noch mal sagen, eigentlich ist es so einfach. Wissen ist einfach, Wissen kann geteilt werden. Wenn wir wissen, dass wir noch 15.000 Gigatonnen CO2 im Boden haben, als fossile Ressource abrufbar, in Kohle, Gas und Öl, wir aber nur noch 800 bis 1000 Gigatonnen Platz in der Atmosphäre haben, dann können wir nicht auf eine ungesteuerte Preisgestaltung der Welt warten, sondern wir müssen daran und wir müssen die Signale so setzen, die Impulse so geben, dass das CO2 teurer ist als regenerative Energien, teurer ist als Windkraft, die Sie hier in Oldenburg beforschen. Und alle müssen mithelfen, dass dieses Signal gehört wird, dass dieses Signal überhaupt entsteht. Damit komme ich zum Ende und ich möchte jetzt auch gar nicht mit Fridtjof Nansen aufhören, sondern nochmal in Erinnerung rufen, Sie sind hier an der Karl von Ossietzky-Universität. Und der hatte auch für alles eine Antwort, und zwar Texte, Sätze, die einem haften bleiben, die auch eigentlich wehtun. Verzeihen Sie mir das, auch wenn wir hier feiern wollen, ich Sie einmal darauf aufmerksam machen, was Karl von Ossietzky dazu gesagt hätte.
was wir jetzt zu tun haben. Wir Deutschen auch. Wir können nicht an das Gewissen der Welt appellieren, wenn unser eigenes Gewissen schläft. Und deswegen, Wissen muss sich in Handeln umsetzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.